Weil du so ein verrücktes Ziel hast und weil du gesagt hast, und dafür muss ich mich entwickeln. Ich muss zu einer größeren Persönlichkeit werden. Ich sag dir zwei ganz wichtige Parameter jetzt, die wir jetzt kurz besprechen. Das erste ist, was du kannst, und das zweite ist, was du magst. Wenn du schon mal weißt, was du kannst und was du magst, bist du in Sachen Selbstbild, Selbstbewusstsein schon sehr, sehr weit. So, wir haben vier Möglichkeiten, wenn wir das in ein Koordinatenkreuz bringen. Können wir die Folie bitte mal haben? Das ist, es wirkt jetzt ein bisschen komplex, ist es aber gar nicht so sehr. Du kannst entweder viel können oder wenig können, viel lieben oder wenig lieben. Und das Optimale ist, wenn du etwas findest, was du kannst und liebst. Das ist oben rechts in der Ecke. Wenn du etwas kannst und liebst. Die anderen Möglichkeiten sind, du liebst es, aber du kannst es nicht. Du kannst es, aber du liebst es nicht. Und die schlimmste Möglichkeit ist, du kannst es nicht und du liebst es nicht. So, es ist ganz wichtig, dass du etwas findest, was du liebst und kannst. Die meisten Menschen stecken unten links, nicht können und nicht lieben. Was für ein Leben! Und dann gibt es einige, die können es, aber die lieben es nicht. Das sind die meisten, Achtung, von euch. Ich weiß das aus unzähligen Coaching-Gesprächen. Die können es, lieben es aber nicht richtig. Und da wirst du niemals absolut phänomenal. Oder die etwas lieben und es aber nicht können. Das, was wir für das Selbstbild brauchen, ist etwas, dass wir herausfinden, was wir können und was wir lieben. Dass du weißt, wer bist du, was ist deine Lebensvision und auch was sind deine Werte. Also nach welcher Landkarte gehst du eigentlich durchs Leben? Was ist deine Lebensvision, wer bist du und was sind deine Werte? Das ist das Erste, das Selbstbild. Und in der Zwischenzeit, bitte, finde heraus, was du kannst und was du liebst. Und mach keine Kompromisse. Was du kannst und was du liebst. Und suche die Schnittmenge von den beiden, was du kannst und was du liebst. Das Zweite ist Selbstachtung. Selbstachtung ist, dass du weißt, du bist liebenswert. Du bist liebenswert. Und dass du weißt, du verdienst ein wirklich schönes Leben. Wer von euch sagt, ich weiß, ich bin liebenswert? Wer sagt, ich verdiene ein gutes Leben? Wer sagt, ich bin ein wirklich guter Mensch? Ja, ist nicht leicht. Weißt du, das ist der Punkt, an dem du, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, andere brauchst. Du brauchst hier das Feedback von anderen. Und es ist wichtig, dass du diese anderen Menschen in deinem Leben hast, die dir dieses Feedback auch geben, die dir sagen, du bist wirklich jemand, den man mögen muss. Du bist ein toller Typ und ich glaube an dich. Die dich mögen, lieben und an dich glauben. Diese Menschen brauchen wir. Schauen wir uns kurz diesen Videoclip an, in den ich mich richtig verliebt habe, seit ich ihn vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen habe. Für Sie. Dr. Braun? Mein Schatz. Hallo, Mama. Deshalb glauben wir, dass Ihr Sohn aufgrund seiner Lernschwäche den Anforderungen unserer Schule nicht gewachsen ist. Mama, was ist denn? Deine Lehrer finden, dass du eine ganz besondere Begabung hast und noch mehr gefördert werden musst. Ich werde dich dabei unterstützen. Ich glaube an dich.
Danke, Mama. Ist das nicht ein schönes Video? Ich glaube ganz fest, dass wir alle Menschen brauchen, die an uns glauben und die uns mögen. Und wenn du es weiterdenkst, ich glaube, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass wir Menschen in unserer unmittelbaren Nähe haben, die uns nicht mögen und die nicht an uns glauben. Ich glaube, es ist deine heilige Pflicht, ein Leben zu führen mit Menschen, die an dich glauben und die dich lieb haben, die dich mögen. Und es ist genauso deine heilige Pflicht, die anderen aus deinem Leben herauszutun, dass sie keine dominante Rolle spielen. Denn niemand ist so stark, dass das nicht auf ihn einwirkt. Niemand ist so stark, dass du unabhängig davon bist. Spiegelneurone. Umgib dich mit Menschen, die dich gern haben. Und du wirst anfangen zu sehen, dass du, ja, du bist ein Mensch, den man gern haben kann. Wir brauchen da das Feedback der anderen. Es kann sein, dass es einen von, was weiß ich, 50 Millionen gibt, der kommt auf die Welt und der braucht das alles nicht, der ist so stark. Ich war es nicht und du bist es vielleicht auch nicht. Ich brauche das Feedback von Menschen, die an mich glauben. Und es ist wichtig, dass wir nichts anderes zulassen, dass du weißt, du bist liebenswert. Du bist absolut liebenswert. Lass nicht zu, dass Menschen dir etwas anderes erzählen. Was nicht heißt, dass wir uns nicht offen zeigen für konstruktive, wohlwollende Ratschläge. Aber nicht, weil uns jemand nicht mag, dass er einfach auf uns rumhackt und sich über uns leerkübelt. Das darf nicht sein. Und du wirst dich wundern, wenn du nur wenige, aber Menschen hast, die du bewunderst, die du toll findest, die an dich glauben, die dich mögen, was das mit deinem Selbstbewusstsein macht, in diesem Fall mit dem zweiten Bestandteil, mit der Selbstachtung. Du fängst an, dich zu achten, weil du von anderen geachtet wirst, auf die es ankommt. Würdest du in einer ganz heilen Familie zur Welt gekommen sein und ständig Lob bekommen und ständig diese Dinge vermittelt bekommen, dann könnte sein, dass du das nicht brauchst. Dann hast du bereits im zarten Alter ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein, aber das haben die meisten von uns nicht erlebt. Wir haben für jedes Ja, das wir gehört haben, im Schnitt 17 Mal ein Nein gehört und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass du diese Menschen in dein Leben holst. Warum sollst du das tun? Wie sollst du das tun? Weil du so ein verrücktes Ziel hast und weil du gesagt hast, und dafür muss ich mich entwickeln. Ich muss zu einer größeren Persönlichkeit werden. Dieses Ziel verändert dich. Und auf einmal verstehst du, ja, ich brauche diese Menschen, die an mich glauben, die mich mögen, damit ich diese Selbstachtung habe, damit ich einfach weiß, ich habe ein schönes Leben verdient. Ich habe ein schönes Leben verdient.